und herzlich willkommen zu einem Amazon Beauty Adventskalender. Das ist ja mein erster Amazon Beauty Adventskalender. Ich war ja letztes Jahr noch nicht mal in Amazon. Der Kalender sieht auf jeden Fall so aus. Ja, wie gesagt, mein erster Amazon Beauty Adventskalender. Natürlich weiß ich, wie die anderen Adventskalender alles so außen durch andere YouTuber. Aber der ist auch cool. Da es ja mein erster ist, finde ich den so schön. Der hat halt noch eine extra Pappverpackung obendran. So, dann mache ich mal für euch das Ganze hier ab. Ne? Wie ihr sehen könnt, mache ich es gerade ab. Schwer. So, ab. Dann hast du halt das so, du kannst ihn halt so schön aufklappen. Tada! Und hast diese Fächer drin. So, ja. Auf jeden Fall schön vom Aufbau her, vom Design her, von der Gestaltung her. Quasi wie so ein Buch habe ich den jetzt und werde ihn mit euch zusammen heute auspacken. Ja, ich warte immer noch auf den Amazon Surprise Adventskalender. Ich hoffe mal, dass Amazon den rausbringt, weil letztes Jahr gab es den davor auch. Und wenn man auf Amazon sich anmeldet, erhofft man doch noch einmal zu bekommen. So ein Adventskalender so einmal in seinem Leben, ne? Und wäre ja schön blöd, wenn sie den wenn sie den dieses Jahr irgendwie gar nicht so rausbringen, ne? Also, dann hätte ich schon die A-Karte. Ja, man hofft ja immer noch, manche schreiben ja in Amazon, der kommt zu Ende November erst raus. Und ich bin gespannt, ja. Aber der Beauty-Adventskalender kam ja auch schon wieder eher raus, also... Man hofft und hofft und hofft. Wenn ihr Informationen darüber habt, wann der Adventskalender rauskommt, dann schreibt es hier unten in die Kommentare. Ich möchte es definitiv wissen. So, Türchen Nummer 1 bei dem Adventskalender. Wie viel hat der gekostet? Ich weiß es nicht mehr. Über 50 Euro auf jeden Fall. Ja, Türchen Nummer 1 ist hier so eine leichte Pappschachtel. Und... Es ist ein ein Sponge, so ein Real Technic Sponge. Ja, darüber berichten ja viele. Ich habe ja Sponge schon von Lovia, den großen Sponge von Lovia. Ich kann euch ja hier oben so ein Video da oben so verlinken, wo ihr es sehen könnt, was für ein Sponge ich habe, wie meiner aussieht. Ja, ich habe den von Lovia, die auch mit Luisa Question kooperiert. Und ich finde diesen Riesenschwämme, die sind einfach mal so besser und toller. Damit kommst du halt so schneller voran. Ja, so ein Real Technic Schwamm ist halt schon cool. Aber ich habe halt genug Schwämme und von daher ist es jetzt ja cool, dass sowas drin ist, aber auch wiederum nicht. Ja. Türchen Nummer 2. Ach, hier oben. Türchen Nummer 2 ist eine Handcreme von Naturebox. Ich kenne die Marke schon, also die Marke kenne ich, aber ich kenne die Handcreme nicht. So, die riecht gut nach Mandelduft, der steht ja auch drauf. Ist, glaube ich, eine Originalgröße, 75 Milliliter und von daher, ja, freue ich mich. Also ich gehe mit keinen Erwartungen bei dem Kalender ran, ne? Also mit keinen großen Erwartungen. So, Türchen Nummer 3. Ich muss sagen, dass diese Schachteln, die gehen schwer raus, auch schwer rein, aber sind natürlich stabil, ne? Die rutschen nicht so schnell raus. Hier ist ein Babyhaar, also Bye Bye Babyhaar von Gatsby, wo du halt deine Babyhaare so hier oben und so an der Stirn so schön wegkaschieren kannst. Und ich kenne das Produkt nicht, ich finde es aber cool, sowas drin zu haben. Und ich denke mal, das ist so eine Art Probeprodukt. Also so eine, es gibt ja auch Mini-Produkte und große Produkte. Ich bin mir da nicht sicher. Türchen Nummer 4. Was mag das nur sein? Es ist ein EOS Lip Balm. Finde ich voll toll. Ich habe ja noch genug EOS noch zu Hause, aber man kann nie genug davon bekommen. Es ist der Whip Vanilla. Hier, so ein.
Ja, finde ich voll toll. Ich liebe EOS und von daher, ja, kann man machen. Ist in Ordnung. Türchen Nummer 5. Nummer 5, Nummer 5. Hier oben, ganz, ganz klein. Aber auch wirklich ganz, ganz klein. Diese Kästchen gehen wirklich schwer raus. Also ich kann den ganzen Karton ruhig auseinandernehmen. So ist es, habe ich gar kein Problem. Die gehen echt schwer raus. Die gehen wirklich schwer raus, die Kästchen. So, Türchen Nummer 5 habe ich auch. Das ist so eine Maske von John Frieda. Hier so eine Haarkur-Maske für die Haare halt, ne? Ich denke mal, das ist ein Probeprodukt. Auf jeden Fall. Aber eine ordentliche Menge. Du hast 25 Milliliter und wenn du sparsam bist, kann man die auch zweimal anwenden. Auf jeden Fall. Türchen Nummer 6 ist ja Nikolaus, ne? Nikolaus, Highlight. Der kommt nur einmal im Jahr. Und ich habe einen Amazon Beauty 5-Euro-Gutschein. Und das sind so eine Barbour, so eine Kapseln. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die im Laden so sind, also von daher. Und ich bin aber eigentlich so gegen Kapseln, also ich mag, nee, nicht Kapseln. Ampullen, sorry, Ampullen. Und ich werde sie verschenken. Ich mag keine Ampullen, aber ich werde sie verschenken. Türchen Nummer 7. Nummer 7 ist von Kneipp ein knisterndes, also knisternde Badekristalle. Hier für die Badewanne, so zum Baden. Und es riecht. Riecht man hier überhaupt was? Gibt es hier keine Duftprobe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es nach Apfel, Hagebutte und Kardamom dann schnuppern. Ja, so weihnachtlich. Ist in Ordnung. Ich liebe Kneipp und von daher hat Amazon mich damit definitiv umgehauen. So, Türchen Nummer 8, Nummer 8, Nummer 8. Hä? Was ist das? Ach so, zwei Produkte. Einmal hier von Amazon hast du, ich frage mich was, ach so, hast du einen Fine Shiny Lip, so ein Lipgloss. Ich denke mal hier die Amazon Beauty Marke. Der riecht, habe ich was dran? Nein. Der riecht, ja, der riecht in Ordnung. Ja, ich muss immer an irgendwas, ich muss immer an sowas riechen. Ne? Das ist eine Macke von mir. Und du hast dazu noch den passenden Lip Liner so in der Farbe, ne? Ja, Amma, ich glaube, das ist die Amazon Beauty Marke. Keine Ahnung, wie ich die Qualität finde. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also von daher, ich lasse mich überraschen. Türchen Nummer 9. Nummer 9 ist von Weleda eine SOS-Spot Treatment. Hier, so eine Creme halt. Wieder in der Extra-Verpackung, weil man ja Angst hat, dass das Produkt kaputt geht, als ob. Ja, so sieht es halt aus. Und du hast da 10 Milliliter. Soll die Pickel reduzieren und Hautunrein halten. Auch reduzieren und kühlt und beruhigt Pickel sofort. Also, ja. Keine Ahnung, ob das wirkt. Ich habe es noch nicht getestet. Also von daher, I don't know. Türchen Nummer 10. Ja, wo ist es? Wo ist Türchen Nummer 10? Also bis jetzt sieht mein Kalender wirklich so aus, ne? Also, ne, die Kästchen, die habe ich jetzt rausgenommen, weil du kriegst sie ganz schwer wieder rein. Und von daher war ich so ein bisschen, sonst hätte ich ja Aggression aufgebaut, hätte das ganze Ding kaputt gemacht und das wollte ich ja nicht. So, Türchen Nummer 10 ist hier irgendwas Kleines in so einer Schachtel. Es sind ja ein Invisible Haargummi. Einer. Einer. Ja, oder zwei? Nee, einer. Oder zwei?
Zwei einzelne oder ein ganzer? Ich denke mal einer. Ja, ein Invisible Haargummi. Sieht aus wie drei kleine, aber nein. In braun. Ist okay, die Farbe. Türchen Nummer 11. Hier ist irgendwas drin von Revlon Equave Instant Beauty Instant Love. So ein Conditioner. Was auch immer. Ich denke mal, es ist eine Probe, keine Originalgröße. Aber ich kenne das Produkt nicht. Kann man das sehen in der Kamera? Ja, doch, kann man. Ja, ich kenne das Produkt nicht und von daher lasse ich mich überraschen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Türchen Nummer 12. So, Nummer 12 ist Long for Lashes, so ein Eyelash Serum, was deine Wimpern länger lassen werden kann, soll, dafür sorgt, dass sie länger werden, genau. Kenne ich nicht, noch nicht ausprobiert. Hier ist halt noch, wie es halt aussieht von innen drin, ne? Und ich kann es ja auch aufmachen für euch. Ich mag eh keine Verpackungen. Wenn die eh noch mal extra verpackt sind, so sieht es halt aus, ne? So schön goldig mit drin. Türchen Nummer 13. Ja, jetzt bin ich bei 13. So, Nummer 13, jetzt fällt mir das Ganze auseinander. Okay, krass. Türchen Nummer 13 ist schwer. Wirklich schwer. Und es sind Nagellacke. Einfach nur Nagellacke. Ja, so zwei Nagellacke. Die Farbe, die ist okay. Ich denke mal wieder die Amazon Beauty Marke. Bin mir nicht sicher. Und hier auch. So eine normale, schlichte Farbe. Nicht übertrieben. Und ich denke mal für jeden tragbar. So nochmal beide zusammen. Man kann es ja auch, wenn man die Nägel macht, der eine so, der andere so, der eine so und wieder so. Also so ein Wechsel. Ja, finde ich in Ordnung, kann man machen. Und von daher cool. Gefällt mir. Türchen Nummer 14. Ja, Nummer 14. Finde ich die nicht? Keine Ahnung. Nummer 14. Ah, hier ist was Großes. Oh Gott, schwer. So. Türchen, von Glisco. Glisco. Türchen Nummer 14 ist was von Glisco für die Haare. Und das soll Anti-Spliss, ist ein Anti-Spliss-Wunder. Und ja, cool. Gefällt mir, kenne ich nicht. Schön, das auch zu testen. Du hast 75 Milliliter zum Testen. Türchen Nummer 15. Das ist eine Nivea Good Morning Skin Maske, so, ne, für die Haut. Zwei Stück, die kenne ich aus den Nivea Adventskalender. Ja, ist cool auch nochmal doppelt drin zu haben, aber ich habe das ja schon durch den Nivea Adventskalender, ne. Türchen Nummer 16. Was mag das nur sein? Das ist eine Wunderlift 60 Sekunden Wrinkle Reducer. Sagt mir auch nichts, kenne ich nicht das Produkt. Auch noch mehr extra verpackt, ne? Könnte ja kaputt gehen, so sieht es halt aus. Nochmal doppelt verpackt, also so zugeschweißt, ne? Könnt ihr sehen in der Kamera, dass auch zugeschweißt ist, ja natürlich kann man das sehen. Plus eine Pappverpackung, ich meine noch mehr Müll kann man nicht produzieren, ne? Ja, ich kenne das Produkt nicht, aber ist schön sowas auszuprobieren und ja, ist halt was Neues. Ich bin halt offen für Neues. So, Türchen Nummer 17. Jetzt habe ich das Ganze schon auseinandergenommen, ne? Weil man kriegt die Kästchen sehr schwer raus. Und Türchen Nummer 17 ist was von Labello.
ein Kiss Tulips für Coral Quash, so ein Labello-Stift halt, ne? Die Farbe finde ich voll toll, in Ordnung, gefällt mir und ja, freue ich mich. Meine Katze kommt auch schon angekrochen, ne? Und hüpft einfach mal über meinen Kalender. Ja, Türchen Nummer 18 ist hier. Es ist von Neutrogena eine Creme. Neutrogena finde ich gut, gefällt mir, ist eine gute Qualität, macht auch das, was es so sagt und ich freue mich. Ja, schön. Türchen Nummer 19? 19. 19 ist was Kleines. 19 sind, ja, gute Frage, was ist das? Elisabeth, so eine Vitamin C Kapseln. Ha, ich weiß nicht, ob ich sowas testen soll. Ich bin eigentlich so gegen so eine Kapsel, ne? Ja, ist was Cooles, kennt man nicht. Ich kenne es sowieso nicht und I don't know, ob ich sie testen soll oder nicht. Ich überlege es mir. Ganz genau. Na, Caleb, willst du einen Karton? Hm? Dann rede mit mir. Ah, ne, Katzen können ja nicht reden. So, Türchen Nummer 20. Bin bald hier durch. Das sind wieder Invisible Bubbles, aber so eine Spang. Ne? In weiß. Neutrale Farbe, kann man tragen. Ich kenne die Qualität der Haarspang nicht, aber cool, sowas drin zu haben. Türchen 21. Das ist ein der Lipgloss. Ja, kenne die Marke auch nicht. Gleich mal riechen. Eher riechen, ob es machbar ist oder nicht. So, was ist es? Ein Lipgloss. Und ja, der riecht tragbar. Der riecht tragbar. Also Geruch ist okay. Ja, der Lipgloss, ich kenne die Marke nicht. Und von daher wird getestet. Tüchchen 22. Es ist irgendein Spray, so ein Zahntopee Self-Tan Puberty Natural Glossing Skin, so ein Spray, kenne ich nicht, schön zu testen, freue ich mich. Ja, coole Marke. Na gut, ob sie cool ist, weiß ich nicht, aber ich kenne die Marke nicht, ne? Also ich bin ja, wie gesagt, offen für Neues. So, das vorletzte Produkt, Türchen Nummer 23, ist eine sanfte, feste Gesichtsreinigung. Ja. So, ich denke mal, es ist eine Seife. Doch, sieht aus wie eine Seife. Jo, ist eine Seife. Als Gesichtsreinigung. Finde ich cool. Also ich kenne Seifen. Natürlich kenne ich Seifen, als ob ich mich nicht waschen würde. Aber nicht als Gesichtsreinigung. So, Türchen Nummer 24 ist so mega krass groß. Und es ist... Hä? Ja, cool, nice. Ein Remington Glätteisen, so ein Mini-Ding. Also, ich denke mal so to go, ja, on the go. Ja, ist cool, ne? Kann man machen für Türchen Nummer 24. Ich habe zwar genug Glätteisen, aber man kann nie genug davon haben. Und so ein Mini-Teil, ja, cool. Amazon, toll gemacht. Ja, mein Kalender, der ist jetzt definitiv Schrott. Also... Ja, wenn du halt so Türchen rausnimmst, ne, so eine Kästen rausnimmst, dann nimmst du irgendwie das ganze Ding mit raus, so, ne, und ja. Ist ja cool, dass es komplett aus Pappe ist, aber na gut, man meckert ja immer gerne. Ja, cool fürs Türchen 24, ich bin zufrieden mit dem Kalender, ich habe echt coole Marken jetzt wieder so zum Testen, die ich noch nicht kannte. Und von daher hat sich mein Geld definitiv gelohnt. Ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ihr seid vom Inhalt ein bisschen so zufrieden oder auch nicht. Schreibt es in den Kommentare, wie ihr den Inhalt findet. Und ja, ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zusehen. Tschüss.